Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Chronicle. In der letzten Folge sind wir hier im Regenbogen-Schmetterlingwald vor dem Verlies Fischmonster-Sumpf stehen geblieben. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt rein und uns erwartet eine kleine Cutscene. Ja, so viel weiß ich noch. Hey, there they are! The whole lot of them! Hold on, something's up. Huh? Yeah, something weird's going on. Let's try talking to them. Well, okay. Okay, was soll denn mit denen los sein? Immerhin haben wir die Firbits schon gefunden, also es ist schon extrem lange her, als ich das letzte Mal Dark Chronicle gespielt habe. Und es fängt gerade auf jeden Fall super an, meine Augen tränen gerade extrem. Und ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich irgendetwas Allergisches, was ich ja noch nicht wirklich weiß, woran es liegt. Ich muss generell mal wieder zum Allergietest gehen. Aber erstmal quatschen wir jetzt mit allen. Oh, rat. Everyone's gone all weird. The fish aren't biting. What a drag. What happened to him? Beats me. I got separated from my three buddies, and when I saw them again, they were like that. They won't go anywhere, you see. So I'm just killing time with a little fishing. Although, you know what? I'm pretty thirsty. You wouldn't have something to drink now, would you? Something smells good, that's for sure. Kann ich gar nicht nachmachen, was der für Töne macht. ich habe auch Durst und ich habe hier nichts. Oh, ey, Leute, was ist auf einmal los mit mir? Meine Stimme hört sich auch sehr gesund an, auf jeden Fall. So, der will was zu trinken haben, hier Traubensaft. Gönn dir. Wie der redet. Just what I wanted. Thanks. Bitte. Here, you can have my rod. Take some time for fishing. It'll clear your head. Ja, danke. Angelsrute erhalten. Und Mimi. Come back anytime if you run out of bait. Alles klar. Nimm zum Angeln zuerst die Angel, bringe im Gegenstand mit dem Köder Mimi an, sonst kannst du nicht angeln. Wenn du damit fertig bist, stell dich ans Wasser und drücke X, um zu angeln. Okay. So, was ist mit euch hier, hä? Ich gehe nicht zurück, ich bleib für immer hier und du kannst nichts daran ändern. Ja, gute Einstellung. Dieser Ort ist wundervoll. Wenn ich hier bin, bin ich immer unglaublich glücklich. Wir gehen nie mehr weg von hier. Punkt, Punkt, Punkt. Alter, was hast du denn für ein Zinken? Ich bin froh hier. Geh einfach weg, lass mich in Ruhe. Ja gut. Ah ja, man kann mit Monika gar nicht angeln. Deswegen müssen wir jetzt sogar mit Max spielen. Da ist die Angel. Hier ist der Mimi. Wir haben sogar noch andere Köder, und zwar den Buttern und den Peaks. So, holen wir die Angel raus. Ja, in dieser kleinen Tasche. Also, ich habe auch immer so fette Angeln in meiner kleinen, Bauchtasche. Auf jeden Fall ist die Musik schön. Das ist ja immer die Musik, wenn man ein Stage geklärt hat. Ich glaube, die Vibration von meinem Pad ist im Eimer, deswegen muss ich so gucken. Ah, doch, doch, es funktioniert doch. Hätte ich nicht gedacht. So, da haben wir ihn. Geil. Geile Scheiße. So, Junge, komm ran. So, und jetzt kann ich ja auch eigentlich erklären, was man hier sieht. Also, unten rechts sieht man, wo Länge 0,5 Meter steht, wie weit der Fisch halt noch entfernt ist. Wenn dieser Pfeil aufploppt, beim Angelhaken muss man mit dem Steuerkreuz nach links gehen, also mit dem Knüppel. Und X, dann holt man den Fisch ein. Und je weiter man nach oben kommt, desto höher ist die Chance, dass die Leine reißt. Also man darf nicht zu feste X drücken. So, Nonk hier gefangen. Fange Fische und verdiene Angelpunkte, AP. Der Befehl AP tauschen im Angelmenü ermöglicht es dir, Angelpunkte gegen Angelfertigkeiten zu tauschen. Geil. Das ist auch cool, das kann ich euch auch mal zeigen. So, hier. Und jetzt können wir sogar hier unsere Waffe ausrüsten. Also, was heißt unsere Waffe ausrüsten? Unsere Angelroute aufwerten. Aber wie geht denn das nochmal? Jetzt haben wir da Angelpunkte, aber ich glaube, wir haben zu wenig, um was aufwerten zu können. Soweit ich das weiß, also noch in Erinnerung habe. So, Kollege, du hast gesagt, wenn wir keine Köder mehr haben, gibst du mir welche? Hey, 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 quatsch mit mir. Hey, 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 hey.
Ach, geht das oder geht das mit der Angel nicht oder was? Ah, keine Köder mehr, um Himmels Willen. Naja, hier bitte. 5-mal Mimi, warum hast du mir nicht gleich 5 Stück gegeben, du Geizhals? Also jetzt bist du ja nicht mehr geizig, aber... So, Nunki. Schwimmt verschlafen und faul umher. Ja, jetzt haben wir den Inventar und der hüpft da rum. Wir könnten ja jetzt theoretisch gesehen ein Aquarium bauen und auch Fische züchten. Und ich habe noch so leicht in Erinnerung, wie man ein Aquarium baut. Ich habe keinen Timer gestellt, ich bin wieder so schlau. Hoffentlich kriege ich das jetzt hin, bevor mein Pad vibriert. Schnell! Nein, Passwort falsch. Was kann ich eigentlich? So. Oh, fuck. Oh, ich hab's noch geschafft. Oh, mein Pad fängt gerade an zu vibrieren. So. Sehr gut. Okay, der Fisch ist auf jeden Fall kleiner als der Donkey. Das merkt man daran, wenn man X gedrückt hält und es nur ganz langsam nach oben geht zu dem, ins rote Bereich. Daran merkt man, dass der Fisch kleiner ist. So, schön nach links. Dann geht's immer... So, Prisklin. Geil. 40 AP. So, ich möchte jetzt erstmal so viel Köder fangen. Ach, AP tauschen. Ich bin so doof. Du kannst AP gegen Fertigkeitspunkte eintauschen. 100 AP heben, eine Fertigkeit um ein. Ja, okay. Dann können wir das noch nicht. Ja. So, dann würde ich sagen, machen wir nur noch einmal so einen Test. Und dann können wir ja so unsere Angel aufwerten. Ich glaube, es gibt später irgendwann sogar noch eine andere Angel, oder? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oh, der ist sehr klein, der Fisch. Schaut euch an, wie ich hier X gedrückt halten kann. Das waren bestimmt schon 3 Meter jetzt, die ich einmal X gedrückt halten und bekommen habe. Der wird sehr klein sein. Vielleicht um die 20 cm, wenn nicht noch weniger. Aber um die 20 cm wird es, glaube ich, sein. 47? What? Wie groß waren dann die anderen? 50.000? Spektrum, ja doch, spektrumieren, ich hab's früher immer spektruminieren genannt, ich weiß nicht warum, spektrumieren, aber ganz ehrlich, was das so im Klartext bedeutet, anscheinend bedeutet das sowas wie, so viel wie die, den Gegenstand zerkleinern, ne, hab ich recht, so, geil, jetzt haben wir 3 Fische, und nun, gehen wir einfach mal weiter. Was sind das eigentlich für Töne im Hintergrund? Das heißt, sie haben wie so ein Affe oder ähnliches. Hört ihr dieses Gekreische? Hier hätte man auch gut angeln können. Sehr idyllisch. Oh, wer ist das denn? Was macht denn der Wookie hier? Chewbacca. Der ist aber fett geworden, Chewbacca. Hey, isn't that Master Utan? Ja, den kennen wir natürlich. You know that thing? Is it safe to go closer? Yeah, it's all right. He's a pretty well-behaved monster. He doesn't hurt people. But it looks like something's wrong with him. Is he okay? What's the matter? Are you hurt? Humans, hmm? Don't see them every day. Now that I think about it, there was another half-pine bumbling around earlier. This forest's starting to get nice and crowded these days. Never mind that. You look like you're in pain. What happened? It's pitiful, really, but I was awful hungry and somehow got my hands on the forbidden fruit. When I did, my whole body just up and froze like this. And I couldn't move. My fault for messing with the Holy One's food. I'll bet the Holy One must be pretty ticked off right about now. So you ate one of these, huh? It's a poison apple. No wonder you don't feel so good. Never mind, don't worry. You'll feel better after you rest for a while.
By the way, who's this Holy One? The Holy One is a great fish who's brought happiness to this forest. A holy fish? Monica, maybe this has something to do with those three back there. Aha! I think I'm starting to understand now. This Holy One must have bewitched those three somehow. I bet the Holy One is really a big fish monster. Well then, Master Utan, where can we find this Holy One? Didn't you see a big old swamp on your way here? They say the Holy One lives in that swamp. I haven't seen him myself yet. Swamp, huh? Yes, I think so. Yeah, I remember. Let me see. A big fishy monster named the Holy One that hangs out in the swamps bewitching people. This ought to be fun. Let's go check it out. Right. Thanks, Master Utan. You've been a big help. Hey, don't forget to mind your manners when you're dealing with the Holy One. Ja, ey, rennt mal nicht so weit weg. Ich muss von dem noch ein Foto machen, Jungs. So, Kollege. Erstmal in die Kamera lächeln. Danke. Ist nämlich ein Knüller. Und wenn der Heilige gleich erscheint, Leute, wenn ihr dieses Spiel spielt, ihr müsst ihn fotografieren. Ihr habt nur diese eine Chance. Weil er auch ein Knüller ist. So viel verrate ich schon mal. Und das Problem ist, dass er nur für ein paar Minuten da ist. Deswegen knipsen. Why don't we try fishing it out? Huh? Fish it out? Well, we've got a fishing rod. We know the Holy One likes poison apples. And we've got plenty of bait. Let's give it a try. Go on now, try it. Okay. Ja, geil. Nimm die Angel und wirf sie mit X aus. Ja, das weiß ich doch. Hast du uns doch schon mal erklärt, Kumpel. So, Angel. Und an der Angel jetzt ein Giftapfel oder was? Dam 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 dam. Oh ja, der hat aber schnell zugebissen, mein lieber Scholli. Ja, dann komm mal raus, Kollege. Boah, diese Musik ist auch geil. Sieht gut aus, Max. Also ich glaube, das wird funktionieren. Ja. Schick. What's going on here? There's a hook stuck in my beautiful lips. Is this your doing? I won't forgive this. Ein schwuler Fisch. You're the one that made the little ones act so strangely. You must change them back. Boah, rede doch, Alter. Yes. More victims of my beauty. Really, beauty can be a curse, you know. Oh mein Gott, ist das schlimm. Anyway, why are you here? Richtiger Domina, nee, ja, warte mal. Dominusfisch, so. Well, such a thing would be quite simple, my dears. Mach es einfach, sonst klatschen wir dich kaputt. But nothing comes for free, you know. Business is business, and everything's business. Business is business. Oh boy, this is gonna be another pain. So what do you want us to do? Ooh, so the little boy understands too. Listen carefully then. I won't say this again. Oh Gott, hör auf damit. As everyone knows, I'm very fond of beautiful things. But here's the thing. Recently, you know, I've become a bit, well, dirty. Oh, it's so embarrassing. But listen to this.
There's a fish called the Pristine Fish that can clean up all the dirt from my body. So what I'd like you to do is go over there and catch it for me. You've got all that fishing gear, so you may as well use it, don't you think? Well, do you get my drift? Pristine Fish. Okay, and when we get it, we want you to return those three back to normal. Yes, I know, I know. You don't have to tell a man twice. What? You're a guy? I'll be waiting. Also, ihr kennt doch sicher alle das Milko-LP, ne? Erstmal jetzt, hallo. Oh mein Gott, dieses Ding. Ihr kennt doch sicher alle das Milko-LP. Der regt sich darüber auf, wie Japaner, was war das nochmal? Nilpferde auf Plattformen errichten können, bei Mega Man jetzt zum Beispiel, also erfinden können. Aber wie kommt man auf sowas? Ein schwuler, fetter Fisch mit Lippenstift und Augenbrauen. Naja. Hier. Ach nein. Ja, werf ihn mit dem Schraubenschlüssel ab. Mitten ins Gesicht. So, Priestclean will er. So, ich hoffe, ich gebe ihn den kleineren. You caught it! Oh, excellent! This lovely bristling fish will kiss all the grime off my body and make me look stunning again. Alter, ich bekomme hier noch ein Trauma. Oh Gott, hör auf, bitte. Right, you promised. Return those three to normal. Ja, und dann geh weg. Schwimm davon. Oh yes, of course. Is this what you were after? So now, those three are better? Well, why don't you go have a look? Well, please excuse me. I wish you the best. Well, he's certainly cheerful. I'll give him that. Let's go and look. Right. Ja, der wird jetzt bestimmt eine Menge Spaß mit dem kleinen armen Fisch haben. Oh Gott, der tut mir jetzt schon leid. Ich würde ihn anflehen und sagen, bitte friss mich, großer Fisch. Friss mich bitte. So, wo seid ihr denn hin? Kollegen, ihr seid hier gar nicht mehr. Hallo? Ah, hey. Ja, hallo. Na? How is everyone? Oh, they suddenly returned to normal. I'm so relieved I can't tell you. What in the world have I been doing? I cannot remember a darn thing. Last thing I remember, I was thirsty, and I drank some of that swamp water. I can't remember anything past that either. What in the world happened to us? Alter, haben die geile Stimmen. We've all been under the Holy One's spell. The Holy One? Who's that? It's a fish monster that lives in the swamp. You guys almost ended up trapped here forever. Oh, that's crazy. Well, what are we gonna do about Holly? Oh, sure. We gotta look for Holly. Hold on, guys. We should come up with a plan first. Let's go back to Sindane. Du solltest mal wieder nach Sindane. Du kannst gehen, wie du gekommen bist, oder unter Beweg im Hauptmenü Verlies verlassen wählen. Falls keine Monster in der Nähe sind, verlierst du durch Verlies verlassen kein Geld. Ja, die laufen jetzt alle. Ja, klar, die drei kleinen Vierbits laufen da jetzt alleine durch den Wald. Hey, warte mal, was mache ich hier? Hier lang muss ich. Nee. Hä? Ach, da. Ja, ich hab's nicht gesehen, Leute. Ich hab's nicht gesehen. So, ich kann nur jetzt einfach hier über den Baumstumpf wieder zurück. Ja. Genau, nach Sinden Bahnhof. Oh, geil. Es ist gerade Nacht, kann es sein? Ja. So, wir wollen jetzt erstmal zu Cedric. Dass der nämlich
unsere Waffen repariert. So, das war alles. Danke, Cedric. Tschüss. Dann schnappen wir uns jetzt, Erik. Also, vom Gesicht her kann das kein Mann sein. Mitnehmen. Aber er ist einer der Besten, den man dabei haben kann. Weil er uns richtig, richtig viel Geld damit geben kann. Das ist so ein richtig schöner Trick, um Geld nebenbei zu verdienen. Und das ist ja auch kein Cheaten oder so. Also, das haben sie ja extra für uns bereitgestellt, die Programmierer. So, da sind sie. Alter, 900 auf einmal, zack. Geil. Die Fische sind auch 50 Gold, Gold wert. Das ist echt nicht schlecht alles hier. 7000 haben wir schon. Ach, wir haben ja schon zurückgeschickt. So, Borneo. Du bist ja sowieso der krasseste Fee, der krasseste. So, und dann jetzt ab nach Sindane. Das war da. Ich hab so Durst, Leute. Ah, ich hab hier doch was stehen. Ja, geil. Aber wie lange geht die Aufnahme denn jetzt schon? Vielleicht könnten wir ja in der nächsten Folge erst nach Sindane gehen. Ich schau mal kurz. Ich glaube, das machen wir auch, weil ich habe den Timer ja viel später gestellt. Und, auf meinem Timer steht es schon 16 Minuten. Deswegen hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Es ist ja nicht sehr viel passiert, außer dass wir das Highlight war, glaube ich, wirklich dieser Fisch. Aber vergessen wir das ganz schnell. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Tschüss, Leute!